Sie sind hier, 20. Januar 2019, 14.55 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Therese Johaug durfte sich über den nächsten Sieg freuen. Urheberrecht Getty Images. Bärenstarke Vorstellung von Therese Johaug. Die Norwegerin sichert sich in Otepää den nächsten Sieg. Die deutschen Damen freuen sich über einen 9. Platz. Die norwegische Skilangläuferin Therese Johaug bleibt auch im neuen Jahr das Maß aller Dinge im Weltcup. Die 30-Jährige gewann im estnischen Otepää das Rennen über 10 Kilometer im klassischen Stil mit 48,4 Sekunden Vorsprung vor der Schwedin Ebba Andersson. Das Podium komplettierte die Russin Natalia Nepajajewa, 56,7 als Dritte. Für das nächste starke deutsche Ergebnis sorgte Katharina Hennig als Neunte, 2:02:09, nachdem Sandra Ringwald am Samstag im Sprint beim Sieg der Norwegerin Maiken Kaspersen-Falla bereits Platz 10 belegt hatte. Im Distanzrennen lief Ringwald auf den 16. Rang. Wegbeste Deutsche rüber 15 Kilometer belegte Thomas Wieg beim Sieg von 50 Kilometer Olympiasieger Ivo Niskanen. Finnland als bester deutscher Starter. Rang 21, 2:14,2. Auch Sebastian Eisenlauer lief als 25. in die Punkteränge. Am Tag zuvor waren beim Sprintsieg von Norwegens Topstar Johannes Høsflot Klebo alle deutsche Starter in der Qualifikation gescheitert. Johaug sehr zufrieden. Klebos Landsfrau Johaug, nach ihrer Dopingsperre in Distanzrennen weiter ungeschlagen, war nach ihrem 80-Weltcup-Sieg hochzufrieden. Meine Form ist wirklich gut im Moment, sagte die siebenmalige Weltmeisterin, die zuletzt im Hinblick auf die WM in Seefeld 19. Februar bis 3. März auf die Tour de Ski verzichtet hatte. Die Pause hat mir gut getan, aber ich war wirklich hochmotiviert, um jetzt zurückzukommen, von Sportinformationsdienst.